Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 im 46er DLC. Wir haben eine Entscheidung zu treffen, wo in welche Richtung es jetzt geht. Die Truppen des japanischen Invasionskorridors im Südwesten der Vereinigten Staaten stoßen auf unerwarteten Widerstand. Verstärkung wurde angefordert, um amerikanische Verteidigungsbollwerke wie den Hoover-Staudamm zu überwinden. Strategischer Hinweis: In diesem optionalen Kampagnenzweig werden sie es mit besonders hartnäckigem Widerstand zu tun bekommen. Wow, okay. So, wir könnten jetzt weiter Richtung Nordosten stoßen. Damit laufen wir natürlich Gefahr, dass unsere Flanken sehr, angreifbar werden. Oder wir verbreitern erstmal die Stoßrichtung und helfen den Japanern. Auf die Gefahr hin, dass wir hier ein Stück zurückgeworfen werden, weil uns die Kräfte halt hier fehlen. Oder halt dann im Norden. Also wie auch immer. Ich würde sagen, wir helfen den Japanern. Und versuchen da den Hoover-Damm zu knacken. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was uns da jetzt erwartet. Die Schlacht am Hoover-Damm am 6. Juni 46. Generalleutnant Watanabe, Ihre Verstärkung ist eingetroffen. General Lauch Dono, es freut mich zu hören, dass Ihre Truppen für diese wichtige Operation zur Verfügung stehen. Wie können wir Ihnen zu Diensten sein, Generalleutnant? Gemäß den Vereinbarungen unserer Nation ist der Großteil der kaiserlichen japanischen Armee im Südwesten der Vereinigten Staaten aktiv, um parallel zu ihren Verbänden durch Nevada und Utah vorzustoßen. Wir haben aber gerade schon auf der Karte gesehen, dass das nicht wirklich gut funktioniert hat. Ich werde nicht lügen. Das war bisher ein schwieriger Feldzug. Der amerikanische Widerstand fällt deutlich heftiger aus als erwartet. Und unsere Truppen wurden an mehreren Schlüsselpositionen aufgehalten. Ja, das haben wir auch gesehen. Wir sind halt deutlich weiter vorne als die Japaner. Ohne ihnen zu nahe zu treten zu wollen, aber uns ist bewusst, dass die japanischen Panzer nicht darauf ausgelegt sind, feindliche Linien zu durchbrechen. Deswegen sind wir gekommen, um zu helfen. In der Tat, selbst unsere neuesten Type 5 Panzer eignen sich nicht für einen direkten Schlagabtausch auf große Distanz, wie es im offenen Gelände der Wüste im Südwesten der Vereinigten Staaten wohl nicht zu vermeiden ist. Typ 5, ja? Really? Type 5 Heavy? Ich bin gespannt. Oder was meint er mit Typ 5? Ne, wir werden es gleich sehen. In Manöverkämpfen, bei denen luftnahe Unterstützung zur Verfügung stand, haben wir uns gut geschlagen. Aber es gibt da nun einen besonderen Dorn im Auge, für dessen Beseitigung wir Ihre Hilfe benötigen, den Hoover-Damm. Primäres Ziel, überqueren Sie den Fluss Colorado. Bonusziel, nehmen Sie die Wüstendepots ein. Elite-Ziel, sichern Sie den Hoover-Damm. Der ist hier. Das haben Sie jetzt hier sehr, sehr plakativ dargestellt. Ich war schon am Hoover-Damm. Egal. Wir machen mal weiter. Da es uns aufgrund des zerklüfteten Geländes am Ufer des Fluss Colorados nicht möglich war, den Fluss zu überqueren, waren wir gezwungen, zu den Bedingungen der Amerikaner zu kämpfen. Sie haben am Hoover-Damm ein ganzes Netzwerk an Verteidigungsstellungen errichtet, das wir nicht überwinden konnten. Da wir nun aufgrund unserer missglückten Angriffe geschwächt sind, könnte eine Gegenoffensive der Amerikaner unsere eroberten Gebiete in der Gegend um Las Vegas in Gefahr bringen. Ihre Sorge ist nicht unbegründet. Unsere Agentin Eisvogel hat bestätigt, dass sie einem schlagfertigen und angriffslustigen Feind gegenüberstehen, und zwar der 6. US-Armee unter dem Kommando eines gewissen General Douglas MacArthur. Dieser MacArthur scheint sich für einen amerikanischen Cäsar zu halten. Seien Sie unbesorgt. Kämpfe gegen Feldherren wie Cäsar haben bei uns Deutschen eine lange Tradition. Damals hat es niemand geschafft, Germanien zu erobern. Ja, wow. Herr General, ich würde sagen, in dieser Situation bieten sich uns zwei Optionen. Die erste Option lautet, den Feind frontal am Hoover-Damm anzugreifen. Mit unseren schwersten Panzern an der Spitze können wir es vielleicht mit den Amerikanern aufnehmen. Wir müssen jeden ihrer Überquerungsversuche vereiteln und sie dann langsam über den Damm zurückdrängen. Wir könnten sie dabei mit unserer verbliebenen Artillerie und unseren nach wie vor verfügbaren Flugzeugen unterstützen. Unsere zweite und weniger spektakuläre Option lautet, zu versuchen, die Amerikaner zu umgehen, um einen Umfassungsangriff zu starten. Dass wir den Fluss Colorado nicht überqueren können, würde in dem Fall bedeuten, dass wir einen großen Umweg machen müssen, um ihn dann vielleicht doch noch irgendwo zu überqueren. Alter, nein, bis hier runter. Daher würde ich nur als letzter Ausweg zu diesem Umfassungsangriff raten, falls unsere
Brustversuch am Hooverdamm keine Früchte tragen. Am Hooverdamm selbst müssen wir mit verschanzten Verteidigern rechnen, die mit Wellen von Verstärkung unterstützt werden. Ich empfehle daher dringend zu versuchen, schnell die Luftweite über den Staudamm zu erlangen, damit die Bodentruppen nicht auf sich gestellt sind. Auf zum Sieg für das Deutsche Reich. Heißt jetzt Wellen von Verstärkung, dass da permanent neue Einheiten spawnen? Weniger Einheitenfelder, das ist schon mal ganz gut. Weil dann ist der Umfassungsangriff vielleicht doch nicht so schlecht. Verdammte Axt, aber der Weg ist weit. Der Weg ist weit, der Weg ist weit. So, primäres Ziel, überqueren Sie den Fluss. Also quasi hierhin. Das sind aber Typ 2. Wo sind denn die genannten Typ 5? Na egal. So, wir gucken mal in das, was aufgestellt ist. Wir verschieben erstmal alles in die... Wobei die Atombombe nimmt, glaube ich, keine Punkte weg. Dann lasst uns mal... Ja doch, wir lassen das mal so mit den Einheiten. Wir nutzen unsere Punkte, um die Ratte und um das Meerschwein aufzufrischen. Wir frischen die Artillerie auf. Also ja, ne, Atombombe drauf und dann gib ihm. Das ist natürlich jetzt eine Möglichkeit, die wir nutzen können. Deswegen stellen wir auch mal die Atombomben auf. Ich habe natürlich auch schon in den letzten Videos das Kommentar bekommen, woher erst immer keine Atomwaffen einsetzen und damit den Atombomber zweimal draufbatzen. Was war das denn? Ja, habt ihr vollkommen recht, ne? Was soll das gewesen sein? Das war die Brechstange. Hier mit der Horten. Wobei mir beim ersten Angriff noch nicht bewusst war, dass das halt ein Atombomber ist. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben den Helden mit den Einheitenfeldern. Bei den Panzern wird es tatsächlich schwierig, weil die alle schon irgendwie... Warum hat denn der E50 8 Einheitenfelder und der hat nur 4 Einheiten? Ach so, weil der Überstärke hat. Was hat denn der für Helden drauf? Doppelter Angriff. Ah ja, also hier auf dem würde sich das natürlich super lohnen, die halben Einheitenfelder. So, der ist bei 6. Aber die haben alle schon... Die haben halt alle schon Helden drauf. Die Infanteristen im Grunde auch. Wir können eigentlich nur mal schauen, wie sieht es bei der Flak aus? 4, 3, 3. Die Horten hat 8. So, der kommt auf 4. Wie sieht denn das bei den aufgestellten Flugzeugen auf? 3, 3, 3, 7, 8. Oh, der hat schon 11. What the fuck? Schnelle Einsatzbereitschaft. Das ist eigentlich auch ganz geil. Hatte das nicht auch einer der anderen? Ja, er hier, ne? Nee, Quatsch, das war der, den wir gerade... Irgendeiner der Jäger hatte das doch auch schon... Ach, hier. Das war schnelle Verlegung und nicht schnelle Einsatzbereitschaft. Mist. Das bringt uns hier nicht. Das wäre was für eine Infanterieeinheit, aber das haben wir ja gerade besprochen. So, dann. Flugabwehr. Die Scouts. Jetzt sind wir bei 100. Okay, dann die Infanterie. So. Und jetzt die Panzer. Löwe, 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 Löwe. E75.
Der E50. Der E50, auch wenn der noch nicht voll ist. Der hier, ja, also bei den E50ern merkst du halt die Kampfkraft, dass die noch nicht so... Vielleicht investieren wir die restlichen Punkte auch eher mal noch in ein bisschen Überstärke. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Gerade auf den Einheiten, die keine Kernarmeefelder belegen, durch die Helden, könnte man das ja... Ach ja, toll, der ist schon auf 15. Dann er hier. Haben wir noch so einen Kollegen? Halbe Punkte. Weil das lohnt sich dann schon. Hier haben wir doch auch eine Einheit, genau. Das kostet vor allen Dingen auch kaum was. Alter, die können wir auf 20 pushen. Er ist schon eine volle Bulle. Das ist schon nice. Okay, jetzt haben wir noch 15. Ich würde ganz gerne mal... Ja, Mist, die Hummeln können alle nicht doppelt angreifen. So, die Artillerie mal noch auf Überstärke. Die müssen wir jetzt hier auf jeden Fall auch nutzen. Vielleicht, wartet mal kurz. Dahin. Welche Hummel hatten jetzt hier die höchste Reichweite? Woran konnte man das denn sehen? Irgendeiner hatte mehr Reichweite. Ich weiß bloß ehrlicherweise nicht welche. Das kann auch mit einem Helden zusammenhängen. Mist. Schnelles Feuern. Ah, hier. Die hier ist das. Die geht mal dahin. Die geht dahin. Wir müssen halt jetzt... Ich weiß nicht, wie effektiv das ist, wenn wir hier jetzt wirklich mit aller Gewalt durchbrechen zu wollen. So, die Flugzeuge. So, die Horten habe ich jetzt gar nicht am Start, ne? Habe ich natürlich jetzt gepennt, aber... Scheiß drauf, wir machen das ohne die Horten. Wir machen das ohne die Horten. Wir nehmen hier das Meerschwein und die Ratte. Die Panzer stellen wir erstmal im Süden auf. Scouts. Ja, und dann Infanterie. Also ich bin mal gespannt, was jetzt hier wirklich passiert, ne? Ich bin, Na.
Artillerie. Die Atomwaffen stellen wir ganz hinten auf. So. Keine strategischen Bomber. Ich bin gespannt. Wir versuchen das. Los geht's. Ja. Wobei wir hätten vielleicht... Ich bin auch so ein Held, ey. So. Ich frage mich aber jetzt gerade... So, die haben alle. Weggebatzt. So, dann... Achso, das ist auch direkt weg. Jetzt müssen wir es noch einnehmen. Wir können ja auch parallel mal gucken, was wir hier im Süden so finden. Bin ehrlicherweise unsicher, was jetzt passiert hier, was ich jetzt, also was auch unsere... Mit was er jetzt antwortet. So, pass mal auf, wir machen erstmal einen Rundenwechsel. Ich will mal wissen, was passiert jetzt hier. Ich habe nicht den schnellen Rundenwechsel aktiviert, aber trotzdem. Wow. Ja gut, dann den Scout hier erstmal rein. Er hat da auf jeden Fall noch irgendwas stehen hier. Hallo. So, der Panzer. Verdammt. Ach Mist, der kann sich nicht einmal bewegen. Dann geh... Wo ist denn der zweite? Ach. Der ist hier. Entdeck ihn mal. Ja, wir spielen das hier einfach mal stumpf.
So, wir machen hier einfach weiter. Na. Jetzt greif doch mal an. Warum macht sie denn das nicht? Hallo? Hallo? Jetzt. Ach, das ist ein Japaner hier. Okay. So, sie kann ihn rausnehmen. Die Flugabwehr geht mit nach vorne. Alles andere ist jetzt hier erstmal Blödsinn. Wir brauchen hier schon irgendwann Infanterie, aber... So. Ah, dann haben wir nämlich auch ein Spotting auf die hier drüben. Und können vielleicht erstmal deren Artillerie da ein bisschen unter Druck setzen. Und dann geht's in die nächste Runde. Ich finde es überraschend, dass er jetzt hier den schnellen Rundenwechsel aktiviert hat, obwohl ich den gar nicht anhabe. So, hier unten kommt er natürlich jetzt mit strategischen Bombern. Das heißt, wir brauchen da... wir brauchen hier auf jeden Fall Unterstützung und vor allem, wir brauchen auch langfristig, glaube ich, Flugabwehr. Ich ziehe die mal mit hier rüber. Steht denn da noch in der Stadt? Ach, Minen. Aha, der hat dort Minen. Und ich habe natürlich jetzt auch keinerlei Sachen dabei gegen die Minen. Gut, dann haben wir die erste Salve erstmal. Sehr gut. So, jetzt können die ersten Infanteristen hier rein. Sehr schön. Und wir fangen an, hier mal auf den Kollegen zu schießen. Flugabwehr, ja, haben wir. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier ist eine Flugabwehr. Hier ist eine Flugabwehr. Und hier ist eine Flugabwehr, die... Oh, hier, okay. Eieiei, das ist tatsächlich nicht so einfach hier. Ich bin mal gespannt, ob der wirklich in, also ob diese Wellen immer wieder kommen oder ob er irgendwann nichts mehr hat. Nicht weiter.
Der Löwe könnte weiter, aber der E50 kommt nicht. Okay, dann ich hoffe, dass jetzt der Rundenwechsel... Ja, okay. Das hat er sich anscheinend beim letzten Mal. Von der letzten Aufnahme noch nicht gemerkt gehabt. Er holt jetzt ja erstmal ein paar Japaner vom Himmel. Wir müssen da mal einen Scout ins Gebirge stellen. Alter Falter. Aber mehr als Flugzeuge und ein bisschen Artillerie hat der aktuell nicht. So, der Scout geht mal hier hin. Wir müssen seine Artilleriebatterien aufdecken. Das ist essentiell. Alter, hat er da noch Support stehen. Die Frage ist ja auch, was hat er an Flugabwehr, ne? Okay. Der ergibt sich. So. Wir gehen ja mal ein Stück zurück. Nicht viel, aber dass wir uns erstmal außerhalb seiner Flugzeuge ein bisschen aufhalten. Denn tatsächlich müssen wir jetzt erstmal hier oben. Wobei, so viel hat er hier gar nicht mehr. Wartet mal. Wir... Nee, mit dem Doppler will ich das ehrlicherweise nicht machen. So, wir könnten mit ihm auf ihn. Aua, okay. Wie weit hat die Reichweite? Autsch. Ich brauche mal... Vielleicht können wir hier auf den Hügel. Wir müssen da das Ding spotten. Wir ziehen mal den Scout hier zurück. Okay, pass mal auf. Dann versuchen wir das dann halt hier im Süden nochmal. Vielleicht können wir ihm auch seine... Oh, wow. Nein, können wir nicht. Eieieiei. Und ihn direkt angreifen. Alter, was da steht? Minus 8, minus 4. Vielleicht müssen wir... das mal so spielen. Das Problem ist, wir stehen uns mit den Japanern so ein bisschen im Weg. Ich glaube, wir kommen hier gar nicht auf diese Hügel. Und das ist natürlich tricky.
Weil ich ja eigentlich... auch ein bisschen arbeiten will hier und meine Einheiten unterstützen möchte. Und die Ratte ist jetzt tatsächlich... Oder ist es das Meerschwein? Ist es das Meerschwein? Ich muss jetzt mit der Flugabwehr eins nach hinten gehen. Das Meerschwein dahin und die Artillerie eigentlich dahin stellen. Damit wir... So, der Mörser wird höchstwahrscheinlich gefokust werden ohne Ende. So, aber einen Rundenwechsel will ich jetzt noch machen, bevor wir hier das Video für heute beenden. Komme ich an ihn ran? Nee, schade. Okay, zack. Kommt irgendwo von da. Autsch. Die japanische Artillerie ist scheiße, weil die hat keine Abwehrfeuer. Also... Wisst ihr, was ich jetzt mache? Oder was ich beim nächsten Mal mache? Wir sind halt einfach mal ein bisschen stumpf hier. Ich glaube, das Spiel zwingt einen halt hier schon so ein bisschen mit den Atomwaffen zu arbeiten. Einfach auf das Hinterland der Kollegen mal eine Atomwaffe zu setzen. So, das Problem ist, ich komme hier oben nicht hin in die Gebirge. Um diese Flak dort zu aufzuklären. Und eigentlich müsste die Artillerie dahin. So, das heißt, wir ziehen die mal raus. Wir nehmen die nach vorne. Warum waren die jetzt so viel besser? Sekunde mal. Nee, wahnsinnig. Okay, weg. So, die Artillerie geht mit nach vorne. Die frischen sich auf. Doch! Ja, und wenn er noch da steht, gibt es dann eine minus 7. Alter. Wir frischen uns da auf. So, der Scout. Ich versuche immer noch hier oben reinzukommen, ob das irgendwas bringt. So, hier im Süden hat er ja einen Strategen uns vor die Nase gesetzt. Okay, das ist eine... Huch. Kriege ich das mit ihm hin? Okay, nicht ganz, aber wir haben ja noch eine Flak hier. Gut, dass wir das... Scheißen Dreck. So, soll er kommen mit Flugzeugen. Was ist, wenn ich das Meerschwein irgendwo dann hier hinführe? Okay, ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal weiter. Es wird auf jeden Fall sehr spannend, ich weiß gar nicht, was hier noch alles steht, vermutlich genug. Egal, wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt, geben Wonfen, Kulle, Gorwin, Kirtano, Karbein, Heimdall, Rico, Franz, Roblitz, Jan VG und Bacon und Schnitzel. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.